So, well, und damit wieder ein herzliches Willkommen. Und ich habe eigentlich gedacht gehabt, nachdem wir die ganze Liga und so alles immer hinter uns haben, habe ich mich ein bisschen erkundigt. Habe auch Lösungsbücher zu Weihnachten gekriegt, dies, das und jenes. Und ich habe mir jetzt einmal gedacht gehabt, jetzt machen wir was ganz was Wichtiges, wo ich schon ein bisschen quasi ein bisschen was angeteasert habe, das brauche ich, dies, das, jenes. Und das werden wir dann von der Kachper da kriegen. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss eh, glaube ich, da wieder starten. Ja, fix. Ja, voll. Aber wir werden diesmal nicht den Doppelkampf und den Einzelkampf machen. Ja, gut, wirklich so. Ich weiß ja nicht, wie viele jetzt. Ah, 3 nur. Ah, dann nehme ich. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, dann. Ja, dann machen wir das so. Machen wir das so. 3. Ja, immerhin. Wurscht. Ich nochmal gesagt habe, damit wir diese Bewertung kriegen für ein Pokémon. Ich habe jetzt auch mal mit Gymstacks, was der dies, das, jenes. Habe ich schon auch mit einem da ein bisschen herum da, dass ich da eine Shiny kriege, dies, das, jenes. Bruder, vergiss. Und ich habe mir mal gedacht gehabt, als erstes werden wir mal den Pokédex füllen und danach Shiny Hunting. Ein Pokédex füllen weiß ich noch immer nicht, ob ich da jetzt einmal das live mache oder nicht, aber ich habe mir jetzt mal gedacht gehabt, für mal für den Anfang müssen wir nicht unbedingt, aber wenn wir auf Shiny Hunting aus sind, auf alle Fälle was. Ist da etwas, das kann man richtig nervig sein. Einfach auf Chili Plan werfen, tschüss. Und der Tag ist gerettet. Sonnentag auch noch, na, müssen wir nicht noch ganz einfacher machen, oder was? Eieieiei. Oh, cool. Nein, schlecht. Für welches Spiel waren das Viech immer so nervig? Boah, bei irgendeinem Spiel war das Viech so nervig. Ich weiß nicht. Boah, es ist... Was? Das ist wieder zu lang her. Na, no, da macht jemand auf 6x, oder was? Ist da nur Pflanze? Alter, das ist nur ja ganz einfach. Einfach nur die ganze Zeit Flammenwurf und tschüss. Und wir müssen in dem Fall auf Rang 4 kommen, damit wir das kriegen, damit wir diese Bewertungen kriegen. Und ich habe mir gedacht, hat eigentlich so auf Chillix so den Pokédex, da kann man ja immer so wieder ein bisschen reinschauen, wie ist das jenes, was ist perfekt, wo kriegen wir das, wie ist das jenes, also voll chillig. Eieiei, Alter, der hat gleich mein Herz gestohlen, ein Wahnsinn. Nicht so effektiv. Aha! Alles klar. Nice. Ein in die Orga und tschüss. Weg. Und wir haben schon mal wieder geschafft. Nice. Das Praktische ist, wir kriegen ja auch wieder unsere... Ja, okay. Das war GB, also. Wir kriegen unsere GB? Ja. Und in dem Fall können wir dann auch das eine da mal anschauen, was wir da zusätzlich dann noch kriegen. Das bin ich dann auch gespannt. Aber ich muss sagen, right. Immer gegen die gleiche Fisch, aber ist auch gar nichts. Ist auch gar nichts. Wie schaut es denn eigentlich für die anderen aus? Stahl! Wo ist... Alter, ich hab mir gedacht gehabt, ich hab den anderen ausgesagt. Ach, geschmoren. Aber wo steht auch Kramer, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit so einem Stahlflügel daher. Aber auf alle Fälle. Allen Ehre. Oh, liebes Bus, ja. Bisschen Bussi, Schmatzi, Blasi, wird besser. Für Kramer. Aber was soll's. Ein in die Olga. Geht schon. Round 2. Hm. Da geht noch was, da geht viel mehr, ich weiß das. Da merkt man auch schon einen ordentlichen Unterschied. Wenn was sehr effektiv ist bei einem, wird es nicht so ganz, aber beim anderen voller Wisch. Muss aber trotzdem sagen, dass ich ein schlechtes Shiny Clue habe. Ich habe mich wirklich das gefreut, aber es war schlecht. Oh, wieder Stahlflügel. Wow. Okay. Ach du Scheiße, das kann was werden.
Ja, dann nehmen wir gleich mal Dynamax. Das war so etwas schon ordentlich weh tun. Dynamaximieren, let's go! Weiter zum großen Vogel. Nice. So, und jetzt gib alles, Kramer. Gib alles. Alles, was drauf hast. Alles, was geht. Ich hab die Sache scheiße da aus, Alter. Das gibt's ja nicht. Alter. Die frisst die super duper Attacke wie nix, Alter. Aber Hauptsache sehr effektiv. Hauptsache sehr effektiv. Alter, was soll denn das Vieh für eine Panzerung da am Start? Oder? Da kann Atone auf ihn werfen und der gespielt das nicht, oder wie? Na, ja, sind wir froh. Sind wir froh, dass der Gramma wenigstens ins Meier geht. Weil wer weiß, wie es dann ausgeschaut hätte. Wir haben ihn nicht dabei gehabt hätten. Ich würde mal sagen, er wird jetzt auch klar, oder? Oder? War da noch rum? Anscheinend hat er keine Nahrung. Na, hat nicht mehr. Also eigentlich jetzt praktisch gewesen, wenn man mich gefragt hätte, ob ich wechseln will oder nicht. Na, da war ja gar nicht wechseln. Legal, let's go. Oh. Okay. Hey, Blätterplan. Nice. Na, warte. Dann machen wir gleich eine nächste Attacke mit Bohrschnabel. Wie schaut's denn damit aus? Alter. Okay, ich hab doch kein so schlechtes Klurak. Also, ist der Fort. Alter, dann nimmst du das mal die sehr guten Attacken, oder? Und dann bringst du das wieder einmal hier, oder? Bist du steppert? Will ich mir nicht erwarten. Das hab ich mir nicht erwartet. Bist du steppert? Ah, wo sie jetzt geschützt, ja, meine Güte, oder? Jetzt ist auch Verstecker drin in mir. Das ist eh wurscht. Komm, verletzt ihn noch zusätzlich. Das ist schon geil. Jetzt schon leibern zu erkennen, oder? Jetzt schon leibern zu erkennen. Und jetzt erklären wir selber verletzt, Runden beendet, tschüss, Papa. Und adio. Ich würde mal sagen, nächster Gegner. Dann kommen. Wahrscheinlich hier gleich wieder die gleiche Pitch, aber hey, was soll's? Warum sollen wir kriegen unsere GP? Unsere Gay-Punkte? Nein, was? Nur zwei Gegner? Alles klar. Sonderbonbon. Ja, nehmen wir mal gern, ja. Sonderbonbon sage ich nichts dazu. Nehmen wir mal gern. Ah, diesmal. Zuversichtlich. Sieht aus. Im Endeffekt, ich glaube, wir brauchen dann eh nur noch die und dann beim der nächsten und dann haben wir es, glaube ich, eh schon. Na, aber servus, grüß dich, da ist ja immer da was sehr sexy. Das schaut eigentlich eher so aus, wie wäre so ein... Wie haben die Kasten? Nein, der Amigo oder so. Wo du deinen eigenen Charakter stellen konntest, bei... zum Beispiel Wii Fit oder so. So schaut der aus, Alter. Also richtig, wenn man sich denkt, ja, machen wir schnell für einen Haberer. So ein... Außer einen unnötigen, was? Feuer oder? Perfekt. Ja, Alter. Die haben so einen anderen Sprache. Oh, fuck. Ich hätte gestanden. Nee. Alter, du bist nur voll verarschen. Bist du deppert? Könnte es eigentlich das Feuer oder noch machen? Das haben wir eh noch nie gesehen. Ja, wurscht. Scheiß drauf. Haben wir eh noch nie gesehen. Nichts mag. Das wäre natürlich übelst praktisch, wenn er dann auch wirklich Meier gehen würde. Das wäre ein Hit. Das wäre ein richtiger Hit, oder wenn der Meier gehen würde. Aber würde man sagen, probieren wir es aus. Dann scheiße ernst.
den kleinen Zuki oder noch übrig lassen können. Da fühlst du dich aber verarscht, ja. Also da fühlst du dich verarscht, da fühlst du dich einfach. Das ist auch nicht der Gebiete. Ja, Pferdestärke, ja fix. Ja, dann nehmen wir das, aber so ordentlich verarscht gefühlt. Bist du deppert? Pfah. Was dieses kleine Futsal? Ist er noch da? Dieses kleine Futsal? Ich werd narrisch. Ich werd deppert. Das ist schon so richtige halberte Safe-Nummer, wie schon das gesehen hat, dass da wirklich viel weggenommen hat. Oh, Fisch! Was werden wir denn wohl nehmen? Was haben wir denn am besten? Nehmen wir Pflanzensäule. Die kommt immer gut auf. Und mit dem Scheißdreck daher, oder? Schütz dich mal wieder, oder? Scheiß auf den Schutz. Wenn wir unsere Fledermaus hätten, oder? Wäre der Schutz jetzt komplett am Arsch gewesen. Aber komplett. Dafür, dass das sich eigentlich sehr effektive Attacken nutzt. Jetzt müssen wir sofort zu das überhaupt nichts bringen. Aber überhaupt nichts. Dann machen wir jetzt mal den hier. Ja, nein. Ich glaube, da wäre sogar Flammenattacken relativ gut gewesen für die. Weiß. Ah ja, voll. Der brauchte dann so eine Runde. Der Pips. Naja, das wäre nicht schlecht gewesen. Das ist wasch. Ja, dann müssen wir natürlich die Pferdestärke aktivieren. Wenn ich nicht mal ein Beutel nehme, da. Mit irgendwelchen Sachen. Ja, ich glaube, die sind nicht so leicht da noch überlebt. Ja, immerhin. Öfter haben wir wenigstens schon mal hinter uns. Feuer zu. Daumen mal Pi. Immerhin glaube ich, ein Volltreffer, der hilft sicher. Ja, den konnte er. Den konnte er ganz so. Kannst du auch nicht marschieren. Aber, Overdrive. Ladungsstoß. Bei Ladungsstoß muss man immer wieder aufpassen. Das ist eh viel. Ladungsstoß. Alle gehen wir. Alle. Liebe Mutter. Fetz eine oder die fetz eine. Das ist fucking ernst. Oder wenn der jetzt fließt, oder? Fuß für mich. Oder? Fuß. Oh Mann. Oh, ich bin auf Fuß, Alter. Oh Mann, wir haben es. Ach du Scheiße. Das war aber der erste, gell? Ey, natürlich, nice. Natürlich wollen wir weiter kämpfen. Ich hoffe, irgendjemand hat unsere Pokémons geheilt. Das sieht schon mal ganz schlecht für uns aus. Ja, fix hostet. Let's go, na schauen wir mal, was haben wir da am besten, dass wir da vielleicht gegen den Brand hätten. Da haben wir so einiges. Würde man sagen, gegen den Brand, let's go. Gib ihm einfach, aber auf Böse, immer auf Böse. Jetzt Vollgas, Dünerbrand. Das schaut sehr an. Wenn sich jeder Vollidiot. Wow! Okay, ich sag nichts mehr. Ist deppert. Hallo, ich habe jetzt. Das hätte man jetzt nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich gesagt haben. Das ist immer jetzt nicht ein Wort. Die Stepper. Next. Na, aber ohne Spaß, das ist immer jetzt voll nicht ein Wort, das da hieß. Gott, Gott sei Dank. Das ist schlecht.
Ich glaube, bei dem müssen wir dann einen Wechsel machen. Ich glaube, da haben wir keine gute Attacke, oder? Die sehen ja alle voll aus. Na dann. Na dann, schaut schon mal sehr gut aus. Und Flying-Format. Und wieder 2 GB und wir sind in der Stufe. Na, sowas von. Ah, wieder Sonderbonbon. Alles klar. So, dann müssen wir sie eigentlich nur noch dreimal aushalten. Und, also, noch einmal aushalten und dann haben wir es endlich geschafft. Dann kriegen wir das Ding. Ich bin so unsicher, so Gott, ob ich in der normalen Lebenswelt heiße. Obwohl, das sieht man wenigstens, wie die, was die da für KP zum Beispiel haben dann. What? Beziehungsweise die Werte? Hätte ich jetzt nicht die Taste gesehen gehabt, dass man das auch schon hätte können. So ein Bericht oder was? Einfach so einen chilligen Bericht nachschauen, ob das jetzt was wäre oder nicht. Ich glaube, da können wir einherzen. Das ist sowieso mit Eis, oder? Ich glaube, da könnten wir einherzen. Hm? Schauen wir mal. Warten wir mal an. Warten wir mal an. Alter. Ich glaube, die wollen das. Ich glaube, die wollen das mal gewinnen. Extra noch. Jedes Mal gleich mit Feuer so los und drauf losgehen und so. Aber. Bin ich voll dabei. Sonst alle noch ruhig so herkommen. Wow, ich glaube, ich muss das hier. Ich würde mal sagen, let's go, Dino Brand und tschüss. Wer will, wer mag, wer kommt danach. Ah! Okay, ich hab's mir schon doch gehabt. Oh, ich muss schon verlesen, aber der Karatus ist super. Dann schauen wir mal, was. Ah, das ist neues. Das muss jetzt leider. Oh! Oh! Okay, ja, das ist ja ganz arsch. Ist es nicht eigentlich mehr? Ist nicht Wasserdrache? Ich bin mal voll in der Art, dass der Wasserdrache ist. Das ist toll, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Schaden. Okay, na. Okay, das wird nichts. Dann werde ich dann Flug einmal benutzen, ob das vielleicht noch da irgendwie in der Düse, ob das nicht vielleicht doch der bessere Weg. Okay. Ich frage mich zwar nur, wieso er Donnerblitz kann, aber... Okay. Okay, was? Wollen wir nicht wirklich wissen, Alter? Wieso kann der Donnerblitz? What the fuck? Wieso kann der Donnerblitz? Also ein Wasser-Pokémon, okay, Wasserdrache. Donnerblitz? Okay, dann tschüss. Der ist fällig. Ich würde mal sagen, nee. Was haben wir denn? Okay. Hat der irgendwie so wieder so ein japanischer Drache irgendwie so in der Art aus? Voll. Ich glaube, dann eben das perfekte Pokémon, wenn der Meier geht. Mhm. Oh, wie süß. Und... Oh. Hat sie fast sagen können, sie würde sogar noch überleben. Aber fast. Ha, wäre genau das Richtige für dich. Oh mein Gott, da ist sowas gefällig. Drachenmeteor, let's go. Lass es regnen. Und tschüss. Oh, was schön mit dir. Was schön mit dir. Was chillig. Was chillig. So cool das aussehen. Die japanische, ja, asiatische Hauch von Drachenkalender, bla bla bla. Der muss natürlich immer wieder selber machen. Super nice. Will man sagen? Nee. Ach du Scheiße! Okay, damit habe ich jetzt gerechnet. Fuck!
Schaut irgendwie wie so ein Zirkus blau aus, so irgendwie wie Feuer, oder wie so ein Zirkus da tief. Ah, da muss ich einen Wechsel machen, ja voll, da muss ich einen Wechsel machen, also sonst wird das überhaupt nichts. Und wenn der da irgendwie eine Attacke startet auf Glurak, weil zum Beispiel jetzt hat das mit dem Wasser. Dann nehmen wir gleich mal Tina und Tina Flora. Let's go. Praktisch ist, da müssen wir nicht auf die zweite Runde warten. Boah, ich verkleide mal das System mal wieder. Perfekt. Bombe. Oh, nice. King Kong am Start. Let's go. Gib alles, Didi. Gib alles. Blizzard. Oh Gott. Gott sei Dank bei Blizzard. Ich glaube, das ist vielleicht die nicht mehr. Man weiß ja nie, aber trotzdem. Gerade dieses Heilsmäßige, das ist nicht gut, ja. Überhaupt nicht. Und Heilung noch zugleich. Boah, servus. Yay, nice. Dann belassen wir sie mal dabei. Dann müssen wir den Angriff machen. Na super. Oh! Oh fuck. Oh shit. Geile Attacke. Sau geile Attacke. Wirklich sau geile Attacke. Büsch gemacht. Büsch gemacht. Ohoho. Ein bisschen Brand muss sein. Mann. Und aber Heilung. Na schau, immerhin. Ein bisschen was. Oh, wir durften sogar als erstes angreifen, Gott sei Dank. Jetzt haben wir wenigstens eine Spur voraus. Aber nur eine leichte Spur. Ich glaube gerade Glurak wieder hart an das Lernen. Feuerflug. Oh, geil. Sau geile Attacke. Gut einfach. Ja, was soll man da großartiges jetzt nehmen, was? Gerade bei ihm, da weiß ich, der hat eine gute Stärke. Da können wir da wenigstens noch. No, oh fuck. Ah, okay, der hat sich einfach geschützt. Der hat schon gewusst gehabt, dass er Meier geht. Der kleine Oixer. Da gehen wir in die Format. No chilliger. Da können wir leichter fertig machen. So, get your let's go. Sagst du, super nice. Kenn ich, Bitch. Ja, okay, der Brand. Ja, ist ein bisschen Arsch, aber wir kriegen aber immerhin auch wieder Heilung dazu. Spannend, was ist denn das dritte Pokémon überhaupt? Auf seiner Listen. Pantypod. Das hätte man jetzt überhaupt nicht gedacht. Gratis. Okay, ja. Aber das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht. So genau Banden. Okay, das mit dem Wasser-Pokémon. Okay. Heute schon jetzt mal sehr überrascht. Ich glaube, mit Glurak können wir es dann noch. Ja. Wollen wir es gleich mal riskieren mit Flammenblut? Dann gleich mal wirklich einzuheizen. Ja, das riskieren wir. Das ist unsere letzte Attacke. Let's go! Und dann machen wir den Julian zum zweiten Mal fertig. Oh mein Gott, der ist sowas von fällig. Ach du Scheiße. Und schon wieder besiegt. Oh Mann. Einfach das saugeil. Ich hoffe, dass dann einer was dazu sagt.
Naja, bitte. Eine seltene Auflage sogar. Und 2 GP. Perfekt. Die Pokéball-Klasse. Yay, wieder 2 Sonderbonbons. Nice. Lieber Kronkorken. Oh, das können wir jetzt brauchen, oder? Ernst, Mies. Oh ja, perfekt. Das ist ganz wichtig. So, und okay, sind sie über. Wow, 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 wow. Was ist denn da ganz oben nochmal? Achtung, Achtung. Kann man ja austauschen. So, und du wolltest ja irgendwas mit den Kronkarten, gell? Nee, da warst du nicht, du, dann warst du, oder? Ja, und irgendeiner verlangte dann gleich mal die... Ja genau, da haben wir jetzt eh eins, und was... Oh! Ey, ist wieder die Frage, wie hoch gehen die es dann überhaupt? Okay, und ja, und wie viel ist jetzt gestiegen? Okay, also 300, vorher waren es 296. Gericht, ist das dann schon Maximum? Na, ist definitiv nicht das Maximum. Aber, so kann man steigern. So kann man steigern. Ja, ja, super. Erst recht für die Leute, die was dann halt nur den Duellturm oder sonst irgendwas haben. Aber... Wir haben jetzt die Funktion. Und das würde ich gerne jetzt mal herausfinden. Wie das so möglich ist. Und das am liebsten dann natürlich auch mit euch. Eh klar. Haben wir dazu vielleicht da irgendwo eine Box? Gerade eigentlich dort, wo es wichtig ist. Ja, wollen ihn haben, aber gerade wo es geht, wie. Ja, okay, passt. Ja, nice. Oder ist das das? Okay, doch nicht. Passt. Ja, dann werden wir schnell einfach irgendwo hier fliegen und dann einfach in die Box schauen. Also nicht. Aber wieso kann man das eigentlich nicht da machen? Wieso kann man das eigentlich nicht da machen? So, dass man da einfach so. Oder muss man da extra. Bericht? Wie sind da, sorry. Sind da extra nur irgendwas drücken? Ja, aber da gibt es ja anscheinend, glaube ich, irgendwie auch so einen Easy-Modus, wo du einfach da schon durchdrückst und... Wurscht. Ich würde mal sagen, schauen wir einfach mal, dass wir mal da mal irgendwo hinfliegen, damit wir zu so einer Art Box hinkommen. Und dass wir sich das dann nochmal anschauen. Weil gesagt und gestanden ist, eh? Beziehungsweise vielleicht muss ich dann auch noch mit der Person reden. Kann auch sein. Okay.